So. Ja, unser Bier ist leer. In der Tat. So, und hier kommt dann auch nochmal Wald hin. Wald und Wiesen. So. Dann kann ich hier hinten aquatisch. Das ist tropisch. Auf jeden Fall ein Handelszentrum hinbauen. Tierpflegerhütte. Und einen Mitarbeiterraum. So. Und dann und zu senden hier immer rein. Oh ja. Yeah. Ja, man, immer noch wegen Überbelegung? In dem Gehege ist einfach mal nichts drin. Nichts. Ein Hauch von nichts. So, dann bitte noch einmal ein Open. Und hier können wir einmal die Wege verdecken. Huch, warum hat er das jetzt nicht gemacht? Pingo Buffin muss da. Stell dich nicht so an. So, jetzt sieht man wenigstens auch nicht mehr in die Mitarbeiterwege, oder? Ja, doch, da hinten. So leicht schemenhaft, aber das ist ja okay in Tierparks, wenn man es so schemenhaft sieht. Oh, unsere neuen Tiere sind da. Sind die nicht süß? Ich liebe die Kleinen. Boah, das sieht aber echt geil aus, wenn da aber hier so rüber guckt. Ja, ja. So. Gehege. Art. Okapi. Okapi. Alter, was habe ich denn hier noch? Das hätte ich den Affen geben sollen. Naja. Jetzt ist es spät. Das ist geil.
Okay, das ist sehr groß. Noch nicht so ein großes Ding da mit rein. Das ist auch sehr groß. Groß. Okay. Das ist cool, wie eine Piratenluft. Nein. Einfach nur nein. So. Jetzt haben sie zumindest einen Unterschlupf. Wollt ihr mich verkackeiern? Die haben auch außerdem zu wenig Platz. What? Komm. Gut. Ganz ehrlich, dann kriegen sie ihren komischen großen Platz da. Also ihre komische große Hütte. Seid ihr jetzt zufrieden? Ja, nein, vielleicht? Nein! Okay, warte mal. Jetzt. So, jetzt haben wir wenigstens auch genug Platz für diese wunderbare Hütte. Ja. Oh nein! Nein, 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 nein. Ja, was denn? Das ist halt einfach gerade nicht perfekt hier. Das Spiel mobbt mich gerade. So. Ah! So. Erde. Hier krieg ich die. Doch, das ist Erde. Ich trau mich gar nicht. Da, ich darf hier wahrscheinlich jetzt nicht noch einen Teich reinmachen, oder? Nur wenn sie wahrscheinlich drin gehen können. Nein! Stört das, wenn das nur so? Glaube nicht. Ansonsten. Komm mir bitte vor. So.
passt doch. Wenn die Viecher sich dann immer noch beschweren, dann müssen sie gehen. Gehege Infotafel. Oh Gott. Hier, warte mal. Kann ich dann einmal... So. Dann nehme ich das hier einmal weg. Einrichtung. Mache hier ausnahmsweise mal so einen großen hin. So. Langsam kriege ich ein bisschen Hunger. Weil ich will noch ein bisschen warten. Warum sind die kleinen Pandas jetzt plötzlich gestresst? Ach, warte mal. Ja, okay, ich habe hier keine. Das kann ich nachvollziehen. Da wäre ich auch gestresst. Einwegspiegel. Ja, und warum hat es jetzt da nicht geklappt? Hier sind jetzt wieder kein Einwegspiegel. Boah, ich muss mich um die Okapis kümmern. So. Speichern. Jetzt doch hier oben. Ah, okay, oben ist schon. Das ist gut. Ja, unser Zoo läuft doch, ne? Unser Zoo ist doch in der Blüte seines Lebens. So cool aus. Ja, find ich tatsächlich auch. Und das sage ich selten. Vor allem, wenn ich bedenke, wie viel Platz hier noch ist. Und es ist halt nur so ein kleiner Mini-Zoo bisher. So eine Bahnstrecke wäre natürlich noch geil. Also halt diese Fahrgeschäfte. Warte mal. Hab ich bisher, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Man kann hier halt eine Bootsfahrt machen, so eine schwebende Gondel, eine Dampflok oder halt so eine Abenteuertour. Das wäre eigentlich mega cool, das noch einzubauen. Das ist halt nur so teuer. So ein, zwei Sachen davon könnte man ja vielleicht hier mit ins Spiel bringen. Je nachdem, was euch davon mehr zu sagt. Einiges. Einiges. Also so an sich, die Sachen hier sind so nicht teuer, aber halt im Unterhalt sind so. Aber da dürft ihr halt euch gerne aussuchen. Zwei davon. Zwei Sachen dürft ihr euch davon aussuchen. Welche wir dann später in den Zoom mit reinpacken. Und ja.
Ne? Ich will für die Kunde. Echt? Kann ich. Ah, das sind die. Das stimmt. So, wir sollten erstmal ganz kurz den Okapis hier eher Futter geben. War doch noch für die Okapis, oder? Nicht, dass ich das jetzt hier hat, doch. Na gut, da hinten kann es ja ruhig stehen bleiben. So. Dann hier Kontinent Afrika noch. Hier noch für Bäumchen. Für Mangroven haben wir noch. Nein, hier noch solche Dinger. Weil man kann ich auch noch mal mit rein setzen. Ein weiterer Teil des Dschungels ist natürlich noch nicht, noch lange nicht fertig, aber das heißt, wenn man jetzt schon mal von hier hinten sieht, man dann hat schon die riesigen Bäumchen. Das sieht aber echt mega aus, wenn man jetzt mal so guckt. Also das sieht schon. Aber machen. Finger! Ich habe mir da einen Finger reingesteckt. Wird das nicht sogar Gonnen? Ja! Das ist eine von zwei Fahrzeugen, die sich Kaya wünscht. Ich habe vernommen, dass du nicht da warst. So, Polter kann nur ein frisches. Ja, das hier wären die Gondeln. Muss ich dann natürlich gucken, wo ich sie hinsetze. Quasi. Man könnte ja die Gondeln auch hier irgendwie so anfangen. Dann quasi in diesem Teil die Gondeln machen. Dann im anderen Teil vielleicht das andere Fahrzeug. Oder sollen die sich irgendwann zwischendurch so treffen? Das könnt ihr gerne alles mit reinschreiben. Ich würde mich da komplett nach euch richten. Wie ich das natürlich schaffe, weiß ich noch nicht. Da bin ich noch ein bisschen. Das wird lustig. Ich muss hier oben auch noch Bäume hinpacken. Wir sind ja hier gerade bei drüben, ne? Und dann machen wir hier einmal um die Mangroven hin.
glaube ich, ein bisschen vorher weh. Ein Groove. Das hier waren Mangroven. Das hier. Keine Mundgroven. Netz einer Mona. Achso, hier oben können auch schon mal Laternen hin. Die Chaos erinnert mich an das Schlimmes. Abbas. Abbas. Das wird lustig. Bingo Boffin auf der Spur. Also heute, dadurch, dass du ja das unbedingt im Stream machen wolltest und mitleiden wolltest, werden wir ganz viel Postbote spielen und ganz viel Kuchen transportieren und die letzten Sachen im Auenland machen. So, einmal wieder sprechen. Also ungelogen. Anfangs war ich ja echt noch sehr, sehr skeptisch, was diesen Zoo angeht. Und ich weiß, Eigenlob stinkt. Und ich weiß, allgemein Domine, aber sieht schon echt geil aus. Es ist jetzt nicht der ultimative Superzoo, aber... Hä? Doch? Es ist zumindest nicht schlechter als eine 4. Eine 3. Eine gute 3. Ich glaube, ich sollte mir immer mal so Mottos setzen, auch privat beim Spielen. Eine solide 3. Ja. Oder? Oh Gott, wenn ich das ja schon wieder sehe, die ganzen Krokodile. Oh. Aber schon eher 3 plus. Echt? Viele Lila. Die sind rosa! Rosa! Ja, so in der Art. So, jetzt ist das Gehege nicht mehr überfüllt. Hoffe ich. Ach komm, ihr könnt mir nur nicht sagen, dass die immer noch wegen Überbelegung rumjammern. Hallo, das ist nicht ein einziger von hat. Zum Glück besitze ich Freunde. Nicht viele, aber ein paar. Bitte einmal nach oben. Taschen da erinnert mich immer an Köln der Klasse. Was? Hm? Ah! Mein Panda steht vor der Inzucht!
Ihr gehört sowieso nicht da rein. Also ihr gehört schon da rein, aber ihr sollt verkauft werden. Hä? Ah. So. Der Kaya-Bär. So. Wie geht's meinen Okapis da hinten? Ah, hey, ich hab schon wieder die Spinnenbüchsen vergessen. War jetzt nicht nötig. Das war jetzt einfach. Nein! Nein! Das war nicht nötig. So, wir können aber mal ein Souvenirlädchen hier reinpacken, oder? Wir schmeißen einfach mal ein Souvenirlädchen. Hier rein. Ja, wie muss jetzt meine Duft-Typ? Ja! Von Duft, der hast du Emojis. Ich würde auch gerne meine anbieten, aber ich darf noch keine einstellen. Leider. Das dauert noch, bis ich das darf. So. Weil wir gerade Valorant gespielt haben, frage ich nicht so. Naja, das, was Duft und sonst spielt, wirst du auch nicht mögen. Er spielt ja ansonsten Kingdom Hearts. Er müsste jetzt, meine ich, bei Dream Drop Distance sein. Glaube ich. Kingdom Hearts Dream Drop Distance. So, jetzt haben die Leute hier so lustige Hütchen auf. Da geht ja einigermaßen zum Zusehen. Aha, das heißt, du würdest dir das bei mir auch ansehen, Frischus? Jetzt habe ich dich an den Eiern. Jetzt habe ich dich an den Eiern. Jo. Sehr schön. Dann weiß ich, was dieses Jahr noch im Stream kommt. Der Hund geht mal eben mit mir raus. Viel Spaß! Viel Spaß! So. Dann machen wir hier erstmal wieder unsere Moosfelsen. Wobei, das sind die kompletten Moosfelsen, ne? Und die hier, ja. Wir müssten auch echt mal so ein Themenzoo machen. Also jetzt würfe ich ja wirklich alles nur so die Farben durcheinander. Aber wenn wir irgendwann mal mit diesem Zoo hier durch sind und ihr Interesse dran habt, wie wäre es mit einem Themenzoo? Nun schüttet das draußen. Echt? Es regnet? Heißt so. Ich muss bei denen die Pipi-Pause. Mach mal ein Bier zu. Ja, wie soll ich das denn machen? Also. Sowas wie das Biertier gibt's nicht. Es sei denn, sie
machen aus dir mal ein Zootier. Lass dir was einfallen. Ich stelle einfach in den Zoo dann öfter Bier auf Schranke. Also so ein Bierstand hin. Reicht das? Vielleicht gibt es im Workshop so eine riesige Bierfigur. Ja, aber du so was bitte. Oh Mann. Aber Alter, sieht das mega aus, oder? Oh, hier so mit den Fackeln. Ich glaube, das ist der beste Zoo, den ich bisher gemacht habe. Ich kenne meine anderen Zoos. Ich gebe mir für alle meine Zoos Mühe. Huch. Die die Ohren zu schneiden. Oh, das kenne ich mit Katzen. Wobei, ja gut, mit dem Hund eigentlich auch, aber das ist eher das Gebiet von Frisches. Er schläft immer mit der Kleinen zusammen nachts. Aber die Kleine kann auch schnarchen, wenn sie will. Witzig ist es immer, wenn sie im Schlaf jagt. Und dann mit den Hinterpfoten oder mit den Pfoten dann immer so mitläuft. Das ist richtig niedlich. Fängt sie mal an zu zucken. Ach, ich sehe da komischerweise gar nicht mehr, wenn sie mich mobben will wie jetzt. Bin nur drum, ist herrlich. Ja. Bei Katzen ist es tatsächlich so, wenn Katzen im Traum oder also wenn Katzen träumen, dann gackern sie so, als wenn sie halt einen Vogel sehen. Zumindest ist das halt bei unseren Katzen so. Dann gackern sie richtig. Und die Augen fangen an zu zucken und der Schwanz dann halt immer so hin und her gewedelt. Das sieht dann auch immer richtig niedlich aus. Und Cleo fängt dann halt wirklich mal an zu rennen. Jetzt sind alle wieder wach. Stimmt. Das klingt jetzt irgendwie mal als Klingelton. Nee, ganz ehrlich. Nee. Ich glaube, dann würde ich mein Handy sowieso durchgehend auf stumm schalten. Wobei... Ah, da habe ich sowieso schon. Ich weiß tatsächlich nicht mal mehr, was für ein Klingelton ich habe. So lange habe ich mein Handy schon auf stumm. So. Gehege Infotafel. Copy. Hier ist wahrscheinlich gar kein Strom mehr, aber... Oh doch! Aber ich muss wahrscheinlich mal gucken. Jetzt haben wir noch den Hitzepacke.
Und hier oben vielleicht einmal eine Tafel hin. Dann, was wir hier auch noch hinpacken. Oh, das ist ein etwas sehr großer Monitor. Hier einmal. Und zwar... Das packen wir hier einfach mal hin. Ah! So. Für sich bekommt die ersten Blüten. Echt? Sehr cool. Packen wir hier einmal so eine Infotafel hin. So, und was ich jetzt hier eben gesehen hatte. Nein. So, das kommt aber einmal hier hin. Und das hier. Für die Besucher, die dann hier reinkommen. Das ist irgendwie cool. Das ist cool, ja. Finde ich auch. Also ich trinke Mixery wieder. Ich weiß gar nicht, dass es sowas gibt. Ist auch neu. Ist auch neu, gerade erst dazugekommen. So. Oh, denn ist es ja sogar bald schon so weit, dass ich in die Pause verschwinde. Ja gut, mit Dekorieren... Ja, so viel haben wir hier nicht geschafft. Ich wollte ja eigentlich den Eingangsbereich hier fertig machen. Warte mal. Ich fange zumindest hier nochmal kurz mit an. Bevor ich gleich in die Pause verschwinde und wir das Spielchen wechseln. Beziehungsweise dann in die Gruppenaktivitäten wechseln.
Ein... Ich will mein Herz mal sind. Ja, solltest du tun. Hier können wir da noch so machen. Dann kann man von hier aus immer noch was sehen. Und dann kommen hier unten meine geliebten Hortensien hin. Was da oben wieder für ein Lärm ist, ey. Unglaublich. Immer diese lauten Nachbarn. Köter war in der Küche. Ja. Wollte sich halt wieder ein bisschen Hähnchen schnappen. So. Habe ich das hier wenigstens fertig gekriegt? Bereich ist offiziell fertig. Das ist unser wunderschöner Eingangsbereich. Ist der nicht geil? Besonders stolz bin ich ja hierauf. Und auf die Mauer, die wir hier gebaut hatten. Die bin ich besonders stolz. So, gut. Ja, dann geht's jetzt für mich auf jeden Fall kurz in die Pause. Und dann hören und stören wir uns gleich alle auf jeden Fall im Discord. Und nächste Woche geht's dann auf jeden Fall weiter mit Dekorieren. Ich glaube, da will ich auf jeden Fall hier oben die Brücke dann weitermachen. Viele Leute denken, dass das Ticket sehr günstig ist. Ja, dann machen wir es doch noch mal kurz ein bisschen teurer. Einmal kurz die Preise ein bisschen angehoben und ja, das passt doch. So. Speichern und Pläne zu beenden.